allen dämmert. Putin hat gerade erst begonnen, wird den Krieg weitertragen. Für Macron ist klar, auch die Europäer müssen notfalls all-in spielen. Tout a été évoqué ce soir de manière. Alles wurde heute Abend sehr offen und direkt besprochen. Es besteht heute kein Konsens darüber, offiziell, offen und mit Zustimmung Truppen vor Ort zu entsenden. Aber dynamisch ist nichts auszuschließen. Wir werden alles Notwendige tun, um sicherzustellen, dass Russland diesen Krieg nicht gewinnen kann. Viele Menschen, die heute nie, nie sagten, seien dieselben, die vor 2 Jahren sagten, nie, nie Panzer, nie, nie Raketen mit langer Reichweite, so Macron. Das zielt Richtung Bundeskanzler Scholz. In Berlin hat Scholz zuvor verkündet, den Taurus-Marschflugkörper nicht in die Ukraine zu schicken. Der müsse schließlich von Bundeswehrsoldaten programmiert werden. Es ist ganz klar, dass es keine deutschen Soldaten auf ukrainischem Grund geben wird. Und dafür stehe ich auch, dass das so ist. Das ist keine Verwicklung unseres Landes und der militärischen Strukturen unseres Landes in diesen Krieg gibt. Ich finde das sehr besorgniserregend. Erst wollte man nur 5000 Stahlhelme liefern, dann Panzerfäuste. Olaf Scholz zögerte beim Marder, bei der Panzerhaubitze, beim Leoparden, lieferte schließlich Patriot und Iris-T Flugabwehr. Auf Drängen der Partner, aber immer eigentlich zu wenig. Das Schlimmste allerdings wären tatsächlich deutsche Soldaten in der Ukraine. Die Gedanken sind frei, wer kann sie erwarten? Sie fliegen. Die jüngste Erklärung des französischen Präsidenten Emmanuel Macron, in der er die Möglichkeit eines Einmarsches von NATO-Truppen in die Ukraine einräumte, schockierte nicht nur die Bürger in Westeuropa, sondern auch viele europäische Regierungen. Vor diesem Hintergrund begann man sogar, ihn mit Napoleon Bonaparte zu vergleichen. Der Vorsitzende der Staatsduma der Russischen Föderation, Vjatcheslav Volodin, äußerte sich zu diesem Thema ebenfalls. Nach Ansicht des russischen Politikers sollte sich der französische Präsident daran erinnern, wie er selbst vor einigen Jahren erklärte, dass sich sein Land seit den Tagen Bonaparte stark verändert habe und nun das menschliche Leben über alles andere stellt. Aber gleichzeitig kündigt Macron die Wahrscheinlichkeit einer Militärentsendung in die Ukraine an. Wie Volodin bemerkte, sollte sich der französische Führer vor solchen Aussagen auch an Napoleons Feldzug gegen Russland erinnern, bei dem mehr als 600.000 französische Soldaten ihr Leben ließen. Vjatcheslav Volodin erläuterte seinerseits, womit Macrons abenteuerliche Politik zusammenhängt. Laut Volodin hat dieser während seiner Präsidentschaft nichts außer einer Stagnation der Wirtschaft des Landes, anhaltenden Massenprotesten und einer geopolitischen Niederlage in Afrika erreicht. Darüber hinaus würde Macron, so Volodin, Marine Le Pen definitiv nachgeben, wenn in Frankreich in naher Zukunft Wahlen stattfinden würden. Um seine persönliche Macht zu erhalten, will der französische Präsident, wie Volodin als Ausdruck der einen dritten Weltkrieg entfernen. '1810 sollte diese Sperre noch verschärft werden. Daraufhin beschloss der russische Zar Alexander I., sich nicht mehr an der Kontinentalsperre zu beteiligen und nahm den Handel mit Großbritannien wieder auf. Er lieferte Holz und Getreide an die Britinnen und Briten. Um Großbritannien doch noch zu besiegen, musste Napoleon Russland wieder in das System zurückzwingen. Das war der Auslöser für Napoleons Russlandfeldzug. Um seine Ziele zu erreichen, bot Napoleon eines der größten Heere der Weltgeschichte auf. 600.000 Mann wurden zur sogenannten Grande Armée. Ein Drittel der Soldaten war Franzosen. Der Rest stammte aus Österreich, Preußen und Sachsen. Im Juni 1812 begann der französische Einmarsch in Russland. Die russische Armee war zwar deutlich kleiner als die napoleonische, jedoch handelte sie taktisch klug und zerstörte die Nachschubmöglichkeiten der Grande Armée. Felder und Getreide wurden vernichtet, damit die Versorgung der napoleonischen Armee schwierig wurde. Je weiter die Grande Armee in Russland vordrang, desto weniger Nachschub kam bei ihr an. Es gab unter den Soldaten Unterernährung und Krankheiten. Im September 1812 erreichte die Grande Armee Moskau. Die Stadt war allerdings zuvor weitgehend geräumt und von den eigenen Leuten geplündert worden, damit keine Waren, Lebensmittel und Besitztümer der napoleonischen Armee in die Hände fielen. Nachdem ein Teil der napoleonischen Armee im Oktober 1812 geschlagen worden war, wurde der Rückzug angeordnet. Auf diesem erlitt die Grande Armee herbe Verluste.
Der Rückzug war eher eine Flucht vor den russischen Soldaten, dem Hunger und dem russischen Winter. Die Temperaturen fielen auf bis zu minus 39 Grad Celsius und sehr viele Soldaten erfroren. Von den 600.000 Soldaten der Grande Armée kamen 490.000 ums Leben. Auf russischer Seite starben etwa 210.000 Soldaten. Napoleons Niederlage war groß. Nicht nur, dass die Grande Armée vernichtend geschlagen wurde. Nein, viel schlimmer war die Erkenntnis, dass er nicht unbesiegbar war. So sorgte die Niederlage im Russlandfeldzug dafür, dass sich Widerstand gegen Napoleon regte. Die europäischen Herrschenden sahen ihre Chance gekommen, sich gegen die französische Vormachtstellung in Europa zu behaupten. Um seine Macht zu sichern und mögliche Putsche zu verhindern, traf Napoleon die umstrittene Entscheidung, seine demoralisierte und geschwächte Armee zu verlassen und sich nach Paris abzusetzen. Diese Entscheidung war sowohl strategisch als auch politisch motiviert, aber sie hinterließ seine Armee in einem Zustand extremer Verzweiflung und Gefahr. Diese Flucht zurück nach Frankreich wurde von vielen als ein Akt des Verrats an seinen eigenen Truppen interpretiert. Napoleons Ruf als unbesiegbarer Kaiser begann zu bröckeln und seine Legitimität als Herrscher wurde in Frage gestellt. Der Russlandfeldzug war also der Anfang vom Ende der napoleonischen Herrschaft. Macron sagte nach der Konferenz, die es gerade stattgefunden hat, eines möglichen Einsatzes von Truppen durch Polen. Jedes Land könne eigenständig und souverän über den Einsatz von Bodentruppen entscheiden. Also, jetzt geht es eben genau darum, erstmal als nächstes in die Polen dran. Die sind am nächsten dran, die haben die direkte Grenze und jetzt ist die Frage, ja, was ist jetzt der Auslöser, warum polnische Truppen vielleicht als nächstes in diese Kämpfe einschreiten? Gar nicht mal unter NATO-Flagge, sondern vielleicht, weil sich eine Rakete nach Polen verirrt, weil es irgendwelche Dinge gibt, irgendwelche Dinge passieren, die dann die Polen bewegen, dann doch Truppen nach Ukraine zu schicken. Ja, wenn die dann aber in Kämpfe verwickelt werden und wenn da dann vielleicht auch die Russen dann Stellungen oder Geschützstellungen oder Flughäfen, von denen vielleicht polnische Flugzeuge starten, um dann in der Ukraine zu kämpfen, bekämpfen und zerstören. Ist das dann Angriff auf die NATO? Wird dann der NATO-Bündnisfall ausgerufen?